Gut, die Woche vom Tisch. 003. Es sind immer wieder diese Frauen. 10.3.2018. Frauen, Frauen, es sind immer wieder diese Frauen. Frauen regieren die Welt, spricht so manches Gedicht. Tatsächlich setzt sich die Bärin der sonst so traditionsbewussten CDU-Schwesterpartei CSU als Staatsministerin für eine schnellere Digitalisierung ein. Mit Bären stehen die traditionsbewussten Bayern schon lange auf Kriegsfuß. Den Mädels bei Germany's Next Topmodel hingegen wurde Heidis fürchterliches Umstylen verpasst, worüber die Medienlandschaft unbedingt eine Woche berichten musste. Bei der 90. Oscar-Preisverleihung treten die Frauen generell auf, allen voran Jennifer Lawrence. Emma Watson bemüht sich wenigstens nur durch Rechtschreibfehler aufzufallen. Es sind immer wieder diese Frauen und sie regieren die Welt. Frauen sind schlimmer als das Geld, doch sie regieren die Welt. Frauen sind auch daran schuld, dass Deutschland über Wochen beinahe lahmgelegt wurde. Denn es waren schließlich die Kälte, die Winde, die Krankheiten und die Tiefdruckgebiete. Ich werde darüber jetzt nicht die Lieder singen, aber ich könnte, denn mich hat es ja auch erwischt. Wer kann die Frauen noch ertragen? Die Männer sind an allem schuld. Die Geschlechter können einem wirklich nur leid tun. Die Waffen, die Kriege, die schwarzen Witwen und die Rabenmütter. Da passt der Frauentag doch ganz gut. In Italien demonstrierten jüngst nackt mal wieder die Feministinnen. Die Meinungen sind manchmal geteilt, sehr verwirrend und absolut daneben. Meine geäußerte gelegentlich eingeschlossen. Da ist die Hoffnung auf die Scheinheiligkeit, die Ironie, die Lüge und die Intrige ein erfreuliches Trostpflaster für die gute Seele. Der beliebteste und meist respektierte Mann der Welt bin übrigens verwunderlicherweise nicht ich, sondern der Goldjunge der Filmpreisverleihung. Er hält die Schnauze, behält die Hände, wo man sie sehen kann, und besitzt vor allem keinen Penis, Penis, Penis. Ehrlich gesagt wünsche ich allen Frauen dieser Welt weiterhin viel Erfolg bei ihrem Kampf um eine aufgeschlossene, tolerante, offene, gleichberechtigte und zufriedenere Welt.